mit deinen Träumen online. Schalt dein Herz mal auf Empfang. Dann erleben wir im Mondschein, was daraus noch werden kann. Geh mit deinen Träumen online, bring dein Herz mal zur Auktion. Lass es nicht mehr so verloren sein. Eine Liebe ist der Lohn. Ja, jetzt ist es soweit. Er ist bei mir in der guten Stube von Gute Laune TV angekommen. Alex Reichinger, schön, dass du da bist heute. Hallo Hupsi, danke, freut mich für die Einladung und wird sicher wieder ein tolles Gespräch mit zwei Mal. Immer wenn wir zwei miteinander sprechen, haben wir eigentlich eine Gaudi. Wir treffen uns ja auf allen Bühnen dieser Welt, kann man sich nicht vorstellen. Vom vorderen Tirol bis ans hintere Tirol, bis nach Osttirol. Aber jetzt ist dir eigentlich etwas gelungen, was einem jungen Menschen selten gelingt, nämlich gleich einen internationalen großen Schritt zu machen. Du bist der erste österreichische Sieger dieses Musiktalente-Wettbewerbs bei Stefan Moss bei Immer wieder sonntags. Seit 2018 sozusagen gekrönter Österreicher. War das bisher dein größter Karriereerfolg? Ich tät auf jeden Fall sagen ja, weil, wie du schon gesagt hast, dass das eigentlich der erste Österreicher jetzt in dem Fall geschafft hat. Sonst haben es ja nur Deutsche oder so geschafft. Und ich bin natürlich froh, dass ich so viel Unterstützung gekriegt habe, weil es entscheidet ja das Publikum-Voting. Mhm. Und ich habe eigentlich immer mit ca. 60%, einmal bis 69% und beim Finale sogar mit 59% das Publikum an mich heranziehen können. Und ich glaube, es ist der größte Erfolg in meiner musikalischen Karriere bis jetzt. Und du bist ja noch jung an Jahren, das darf man ja gar nicht glauben, weil so lange, wie wir uns schon kennen, ich habe das Gefühl, wir sind uns schon ewig und noch eine Weile begegnet. Du bist jetzt wie alt? 26 und befinde mich im 12. Bühnenjahr. 12. Bühnenjahr hast grob gerechnet mit 14 begonnen. Habe ich Glück gehabt, gell? Dass ich das richtig ausgerechnet habe. Erzähl uns, was macht der 14-Jährige auf einer volkstümlichen Bühne? Wie hat es begonnen bei dir? Ja, ich habe natürlich mit dem Akkordeon angefangen zu lernen beim Ferry Strassl noch damals in der Musikschule Hall. Eine Legende in Österreich. Der sagt dir und in jedem Österreicher oder Tiroler auf jeden Fall noch irgendetwas. Und ja, dann hat man halt also ein bisschen angefangen bei Familienfesten zu musizieren, bei Geburtstagsfeiern, Hochzeiten. Und damals hat man noch die Anlage ausleihen müssen, weil man selber nichts gehabt hat, bis aufs Mischpult oder so. Und ein bisschen technisch war ich immer interessiert und habe das halt immer erweitert und erweitert. Und ja, gar nichts sind die Nachfragen gekommen. Und ich habe auch bei einigen Musikgruppen schon halt gemacht dann. Dazu frage ich dich gleich ein bisschen was, weil ich glaube, dass viele von unseren Zuschauern sich schon ein bisschen auskennen in der Szene. Da gibt es zum Beispiel deine Karriere bei den Rosskogelburm. Die waren sehr erfolgreich und oft und viel unterwegs. Dann bist du zur Freddy Pfister Band auch gekommen. Und deine neue Karriere, die geht jetzt so richtig los mit einer neuen Formation. Erzähl uns vielleicht kurz darüber. Genau, ich war als Aushilfe ein Jahr beim Freddy Pfister, weil er durch einen Todesfall einen Musikanten verloren hat. Dem ehemaligen Schürzenjäger. Genau. Und dann habe ich mich natürlich dazu entschieden, nicht alles sacken zu lassen oder habe mich wieder überreden lassen. Es war ja eine Solo-Karriere geplant gewesen. Und dann habe ich einer Gruppe zugesagt. Da starten wir ab nächsten Jahr, Z-Bur, die Zillertaler Musikanten. Und dann im August ist natürlich das losgegangen mit Immer wieder sonntags und habe 5-mal da rausfahren dürfen. Und jetzt ist natürlich die Solo-Karriere echt wieder ein bisschen mehr gestiegen, als wir die Bandgeschichte, kann man sagen. Und auf das wollte ich hinaus. Als Solokünstler sagt man dir große Zukunft voraus, allein schon deswegen, weil du so eine markante, tolle Stimme hast. Und das wird natürlich sicher so ein bisschen eine Gratwanderung, mit Kollegen miteinander musizieren oder sich jetzt doch als Solokünstler zu etablieren. Ist beides möglich oder wirst du die irgendwann einmal vor die Entscheidung stellen müssen? Noch ist es möglich, sage ich mal. Noch lässt sich alles ein bisschen vereinbaren. Es wird natürlich allein jetzt durch die tollen Auftritte und die großen, das Zuschauerpublikum, dass ich so viel erreichen habe können, fast 2 Millionen jetzt mal bei jeder Sendung, steigt natürlich die Anfrage auch, dass ich als Solokünstler gebucht wäre und Fernsehauftritte natürlich. Und ja, das muss ich natürlich vorrangig lassen und der Rest, der geht sich schon aus. Und wenn es einmal wirklich so explodieren sollte, dann werden wir sicher eine Lösung finden gemeinsam. Der Bursche ist ja sonst auch noch berufstätig, darüber sprechen wir ein bisschen später. Aber jetzt, für alle, die den Titel noch nie gehört haben, wir gehen jetzt ein bisschen in die moderne Zeit der jungen Volksmusik oder des Tiroler Schlagers. Geh mit deinen Träumen online. So heißt der aktuelle Titel, der Siegertitel der Stefan Moss-Sendung und außerdem auch die aktuelle Hitsingle von unserem lieben Gast Alex Reichinger. Viel Spaß! Geh mit deinen Träumen online, schalt dein Herz mal auf Empfang. Dann
Mondschein, was daraus noch werden kann. Geh mit deinen Träumen online, bring dein Herz mal zur Auktion. Lass es nicht mehr so verloren sein, eine Liebe ist der Lohn. Geh mit deinen Träumen online, die aktuelle Hitsingle vom brandneuen Album von dir, wo man sich schon also ein bisschen zurechtfindet in einer Schlagerschiene. Kann man das so sagen? Würdest du dich selber als Schlagersänger bezeichnen? Genau, würde ich auf jeden Fall. Ich habe das Akkordeon mit dieser CD eigentlich oder ab diesem Jahr mir entschieden, ein bisschen auf den Schlager zu konzentrieren. Bei den Live-Auftritten gibt es natürlich Covernummern von Rock bis Party-Hits, Après-Ski und alles natürlich. Aber viele, viele Schlagermelodien. Und Geh mit deinen Träumen online, das hat kein Geringerer geschrieben wie der Renato Wohlleib von den Baldauern und der Heiner Graf zusammen. Und das ist dann schon die Schlagerschiene, glaube ich. Geh mit deinen Träumen online würde ja auch bedeuten, dass du mit der neuen Technik, also ein bisschen soziale Medien und so weiter, auch affin bist. Logischerweise ist ja genau deine Generation. Wie siehst du das? Wie wichtig ist es von der Fanbetreuung her, dass man sich heute mit den sozialen Medien beschäftigt? Weil es macht ja eigentlich mittlerweile jeder. Wie viel von Alex Reichinger steckt in den sozialen Medien? Also ich sage, für einen Musiker, für einen Solokünstler, auch für eine Gruppe oder Band ist natürlich die sozialen Medien sehr wichtig, weil man natürlich sehr viele Leute erreicht damit, wenn man Postings macht und die Leute sind informiert. Die Terminkalender, glaube ich, erreichen so auch mehr Leute, als wenn es auf der Homepage steht. Und ja, ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Aspekt für uns Musiker und eine super Plattform. Du bist ja jetzt also Musiker, das schon seit vielen Jahren, dass du sehr talentiert bist. Wo hast du denn das Talent überhaupt her? Gibt es irgendeinen Opa, der großartiger Sänger war? Habe ich schon erraten? Ja, nicht ganz. Der Opa hat natürlich Tanzmusik gespielt in der Blasmusik und da war er Schlagzeuger. Also daher habe ich vielleicht das Rhythmische. Rhythmus, ja. Genau, und die Mama hat gezwungenermaßen, kann man sagen, aufgrund der Ausbildung von einer Kindergärtnerin Gitarre gelernt. Ja. Und ich war einmal allein daheim. Beziehungsweise war ich krank von der Schule und sie hat ein bisschen geschaut auf mich und dass es mir wieder gut geht. Und dann habe ich eigentlich in dem Tag angefangen Gitarre zu spielen und auf Nacht habe ich schon mit zwei Griffen mein erstes Lied gespielt. Eigentlich. Also möchte man schon ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. War die Mama auch deine Kindergärtnerin? Nein. Weil das könnte natürlich sein, mein Papa hat zum Beispiel mich unterrichtet, weil er Lehrer war, okay, und ich einer der schlechteren Schüler. Weil die Verwandtschaft hat geholfen. Alex, du bist ja privat auch verbandelt und hast zusätzlich da auch in dem, sag ich mal, Berggasthof, Alpengasthof deiner Lebenspartnerin neues Aufgabengebiet gefunden. Erklär mal das ein bisschen. Was macht ein gelernter Hotelkaufmann in einem Alpengasthof in Tirol? In der Kelchsau ist das, glaube ich. Genau. Als Hotelkaufmann habe ich gelernt an den Zillertaler Tourismusschulen. Die dreijährige Ausbildung habe ich da gemacht und dann hat man natürlich gearbeitet in Innsbruck. Da habe ich meine Freundin kennengelernt und dann hat es mich in die Kelchsau gezogen. Da bin ich mittlerweile seit 7 Jahren zu Hause auch. Und da darf ich ein bisschen mithelfen im Gasthaus die halbe Woche und die halbe Woche tue ich musizieren. Lasst sich auch noch vereinbaren alles. Es ist natürlich ein bisschen stressig aufgrund von vielen Veranstaltungen, ja, was dazwischen kommen. Aber ich probiere überall mitzuhelfen. Ich tue in der Küche ein bisschen mithelfen, ich tue im Service und ein bisschen vorproduzieren, alles was halt geht. Tust du auch singen in dem Hotel, in dem Gasthof? Hin und wieder ja. Am Rosenmontag haben wir meistens also einen kleinen Hausball. Wir sind ja nicht wirklich richtig groß, aber ja, da musiziere ich halt und sonst beim Kirchtag oder so. Und ja, wir probieren halt immer wieder, dass wir einbauen und dass ich halt Auftritte machen kann und ja, mich präsentieren auch ein bisschen. Und das können wir auch. Einige natürlich wegen mir. Und da kann man ja gleich dazu sagen, du hast durch diesen Erfolg bei Stefan Ross auch schöne Fernsehangebote bekommen. Und ich glaube, eines der schönsten hast du von Andy Brock bekommen. Ganz genau. Schlagerspaß mit Andy Brock ist ja die neue Sendung von ihm. Und da war ich jetzt bei der 4. Aufzeichnung dabei. Und ja, es war ganz, ganz ein tolles Erlebnis für mich, weil eigentlich nur hochkarätige Künstler aus der Branche da waren, wie Bernhard Brink oder Michael Holm und wirklich die Hautegen, kann man so sagen. Und da freut man sich natürlich schon als Newcomer oder als neuer Künstler, dass man da dabei sein darf, inmitten drin und dass das Lied so gut umkommt, dass es so viele Leute schon kennen, dass sie sogar mitgesungen haben bei der Sendung, bei der Aufzeichnung. Wir haben ja auch schon mitgesungen, wenn wir uns ganz ehrlich sind heute. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie das ist, wenn er Covernummern singt, dieser junge Bursch mit der markanten Stimme. Alex Reichinger hat uns nämlich ein Hit-Medley mitgebracht, und zwar von Hits, die er noch schreiben wird, aber die es in dieser Form jetzt schon gibt. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got the reasons, but I just don't wanna know. Cause her
24 years I've been living next door to Alice. 7x7 Wölkchen musst du gehen. 7 dunkle Jahre überstehen. Butterfly, my butterfly. Jeder Tag mit dir war schön. Geh mit deinen Träumen online, mittlerweile schon ein bisschen ein Evergreen geworden und ich darf jetzt da ein bisschen mitspielen. Ich habe sogar am Anfang ein Solo-Akkordeon, hoffentlich verhaue ich es nicht. Lieber Alex, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch viele, viele tolle Karrieremomente und dass wir uns irgendwann wieder sehen bei Gute Laune TV. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Auf geht's, E-Dur, geh mit deinen Träumen online. Eins und zwei. Das dich liebt. Und du siehst in deinen Träumen, wie es mit zum Himmel fliegt. Du bist in dem Land der Sterne nicht allein, da gibt es mehr. Und noch das zweite Herz zu finden, das ist manchmal ziemlich schwer. Geh mit deinen Träumen online, schalt dein Herz mal auf Empfang. Dann erleben wir im Mondschein, was daraus noch werden kann. Geh mit deinen Träumen online, bring dein Herz mal zur Auktion. Lass es nicht mehr so verloren sein, eine Liebe ist der Lohn. Geh mit deinen Träumen online und sauer!